Yo! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Beim letzten Mal haben wir die Four Kings besiegt und wir haben Fremd verjagt und sind jetzt mit Kev oder Kathy oder KT, keine Ahnung wie genau man den jetzt ausspricht, vom Finsterreich, also sprich vom Abgrund, verbündet. Und ich hätte jetzt mal gesagt, wir machen jetzt mal erstmal das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Immer und immer und immer wieder. Again. Weil wir können ja, wir haben ja Sascha-Gefäß platziert und wir können ja jetzt endlich in die Archive gehen. Wir können uns endlich den Gegenstand holen, den wir brauchen, damit wir endlich mal in den Katakomben weiterkommen, weil ich möchte jetzt zuerst Nito killen. Dann ich gesagt, kill ich, weiß nicht, Seth? Und was muss ich noch killen? Ah ja, und dann die Witch of Izalith. Aber nach Izalith gehe ich als allerletztes. Izalith ist AIDS, das Gebiet ist wirklich AIDS. Das habe ich auch beim letzten Mal. Passen Sie, tut mich schon wieder. Ach du voll die Monster. Wow. Achso, da war ja eine. Mimik. Hätte ich auch mit dem Schild blocken können, aber. Ist ja jetzt wurscht. Was wollte ich jetzt sagen? Sagt Azerlift, machen wir als letztes. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und so wäre jetzt mal die Reihenfolge ungefähr. Es dauert noch ein paar Folgen lang. So alles. Reißkeilerhelm. Ich glaube, den haben wir aber schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Da vorne, ich glaube, um die Ecke kam noch mal einer. Ich weiß gar nicht mal, ob wir menschlich waren, aber ich glaube nicht. Ich kill jetzt diesmal die ein, zwei Dudes nicht. Oder vielleicht doch. Na gut, die bringen mir 3000 Seelen. Würde ich schon nehmen. Ich weiß, ich stelle mich gerade irgendwie ein bisschen blöd an.
Aber ihr müsst verstehen, ich habe jetzt die letzten paar Tage wieder kein Dark Souls mehr gespielt. Also wirklich. Und weil ich dachte mir, ich habe 6 Folgen für 6 Tage. Ich wollte eigentlich am Mittwoch aufnehmen, aber Mittwoch war ein bisschen RIP. Oh, fuck, Mittwoch, Alter. Oder? Nee, am Dienstag wollte ich aufnehmen eigentlich, weil da hatte ich genügend Zeit. Was mache ich? Ich penne den fucking Dienstag einfach fast komplett so. Ich komme nach Hause, ich penne erstmal eine Weile. Ne, ich war noch eine ganze Weile unterwegs, ich war noch länger in der Arbeit. Dann war ich noch, ich glaube, dann war ich noch ein bisschen einkaufen, so. Dann war ich noch bei, Yannick. War ich am Dienstag mit ihm nicht im Fitness noch? War ich da noch im Fitness mit ihm? Ich bin mir halt gar nicht mehr sicher. Ja, Dienstag, Donnerstag. Ja, ich glaube, da war ich mit ihm im Fitness. Genau. Oder? Nee, ich war mit ihm am Mittwoch im Fitness. Und Freitag wollte er nicht gehen. Ah, genau. Dienstag war ich bei ihm. Dann. So eine Weile noch. Ich glaube, dann waren wir. Genau, da war ich dann mit ihm noch ein bisschen einkaufen und so. Und da bin ich irgendwie erst so, weiß nicht, wann bin ich heimgekommen. Irgendwann um 17 Uhr oder so. Dann bin ich noch pennt. Dann habe ich noch ein bisschen gepennt. Dann bin ich. Schon wieder der Reiskeilerhelm. Dann bin ich aufgestanden. Genau, ich habe 2 Stunden gepennt. Dann bin ich aufgestanden, ein bisschen WoW gespielt, auch mein Daily-Zeug gemacht und bin irgendwann um 21 Uhr bin ich dann wieder pennen gegangen und habe dann bis um 4:30 durchgepennt. Und habe somit den halben Tag eigentlich nur komplett verpennt. Sowas. Kann man auch machen. Also eigentlich müsste hier ein Dude jetzt sein. Außer... Ah, der Dude ist da oben. So untote Kristall-Dudes. Ah, die mag ich gar nicht. Also damit ihr es wisst, das sind solche Hüllen-Dudes, die halt einfach mit Kristallen überwuchert sind. Ja, okay, erstmal einen Schuh kaputt hauen. Ja, well. Aber das ist nicht so schlimm. Hier sterbe ich öfters auf jeden Fall. Definitiv. Weil das hier ist richtig kacke. Oh, holy shit. Ich hasse dieses Gebiet, vor allem diese Kanalisierer, Dudes. Ja. Und es gibt halt einfach nur noch mehr von denen in dieser Map. In den fucking Seelenpfeilen. Die ganze Zeit immer durchspammen und so piu 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 piu. Das geht mir voll auf die Nerven. Boah, morgen muss ich noch Zeitwanderung machen in BOW. Oh, scheiße. Habe ich jetzt auch wieder voll aufgeschoben. Jetzt wurde ich gerade hart gescammt. Mal wieder bessere Flasks. Mal gucken, wo ich wieder so eine Feuerhüterseele herbekomme. Ohne einen Feuerhüter zu killen. Das ist aufgepumpt. War dead.
Natürlich teleportiert er sich weg. Oh, ich wollte gerade trinken. Zum Glück habe ich nichts getan. Kadekus-Schild. Okay. Yo, macht der Dude viel Damage. Holy shit. Wie viel Damage kann man denn bitte noch machen? Also entweder ist meine Ausrüstung komplett für den Arsch. Okay, der hat sich wahrscheinlich auf... Stimmt, der powert sich ja selber mit auf. Das habe ich ganz vergessen. Aber trotzdem, yo, holy shit. Dafür sind ja meine Flasks halt absolut nicht ausgelegt. Du musst ein bisschen mehr heilen können. Muss ich auch nachgoogeln. Oh, der hat mir nur einen blauen Brocken gegeben. Ich dachte, der droppt mir jetzt einen Gegenstand. Aber wenn wir hier schon mal sind, dann können wir einfach mal ein bisschen rumlaufen. Gelobt sei die Sonne. Das finde ich immer nice. Oh, Symbolik hier. Kristallritterschild. Oh, nice. Das macht später das Farmen wesentlich einfacher. Fucking Menschlichkeit farmen, das wird schlimm. Aber das werde ich euch nicht zeigen, das werde ich dann offscreen machen. Natürlich. Wobei, vielleicht zeige ich euch einmal die Spots. Also von Ratten bekommt man die auf jeden Fall. Da würde ich einfach da farm ich einfach in der Kanalisation, das geht easy. Das ist auch wieder a new way of ASMR. Nee, und sonst gibt es in den Katakomben noch einen Spot, den weiß ich. Der ist richtig gut. Also er soll eigentlich richtig gut sein, so viel ich weiß. Aber da ist dann mal die Drop-Chance niedriger. Oh. Ein Crystal Guy. Titanitechse. Funke Titanit, grüne Scherbe. Noise. Brauchst Ring. Was
Was für einen Ring brauche ich da? Ich hab halt keine Ringe. Außer meint damit sie den seltenen, den Ring der Opferung. Okay, ich könnte mir schon vorstellen, dass der damit gemeint ist. Kann ich hier noch irgendwo einen... Ah, da ist ein Dude. Eigentlich mehr als einer. Gerade das Kristallschwert. Nice. Voll auf Stärke. Und dann kann ich mich teleportieren. Ich kann mich teleportieren. Mit diesem Leuchtfeuer. Ach, man. Jetzt müssen wir das hier doch machen. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Wisst ihr, was ich mir noch am überlegen, ob ich nicht hier lieber im Offline-Modus spiele? Weil diese Online-Erfahrung tatsächlich. Finde ich ja nicht so geil. Aber naja. Weil ich habe halt nicht vor, diese ganzen PvP-Sachen zu machen. Oh, die Viecher sind RIP. Aber es kann passieren, dass sie sich gegenseitig killen, das weiß ich. Seth muss auch was übrig haben für diese Schlangen-Dude. Okay, die sind quasi wie er. Nicht ganz so die Drachen. Oder die nicht so ganz Drachen, besser gesagt. Das war jetzt RIP. Eigentlich wollte ich auf die Plattform da runterkommen. Oder was war? Das hätte ich vielleicht schon überlebt, aber. Ja, gut. Wo rennt der Dude jetzt hin? Ja, whip. Wenn ihr das jetzt nur macht, um da runter zu springen.